Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Adventskalender-Unboxing-Video. Und zwar haben wir den Three Bears Adventskalender. Und den werde ich gemeinsam mit euch auspacken. Falls ihr meine Videos nicht kennt, ich mache es immer so, dass ich Türchen 1 bis Türchen 24 gemeinsam mit euch durchgehe. Den Inhalt sortiere ich immer nach Haufen. Dober Haufen, mittlerer Haufen, guter Haufen. Wenn ich Erfahrung mit Produkten habe, erzähle ich euch was dazu. Und heute packen wir diesen Kalender aus und ich bin schon sehr, sehr gespannt und nach dem Intro geht's los. Wir haben hier einmal den großen Adventskalender von Three Bears. Der kostet 79,99 Euro. Das Ganze geteilt durch 24 Türchen heißt, im besten Fall hat jedes Türchen einen Warenwert von 3,33 Euro. Man muss aber natürlich bedenken, dass für Adventskalender öfter auch mal kleine Packungen extra hergestellt werden oder bestimmte Größen und dass natürlich auch die Verpackung und das Ganze auch etwas kostet. 24 abwechslungsreiche Haferprodukte für ein perfektes Frühstück, exklusive Auswahl mit brandneuen Produkten und beliebten Bestsellern, die sonst derzeit nicht verfügbar sind. Alle Produkte sind ohne künstliche Zusatzstoffe und 100% vegan und enthält die besten Sorten aus Porridge, Overnight Oats und Haferriegeln. Ich persönlich bin großer Fan von Three Bears. Ich habe schon einige Male mit denen gearbeitet. Die haben mir auch für dieses Video den Kalender zur Verfügung gestellt. Ich habe auch einen Rabattcode bekommen. Den blende ich euch hier nochmal ein. Damit bekommt ihr 15% Rabatt auf deren gesamten Online-Shop und natürlich auch auf die Kalender. Ihr findet das Ganze aber auch noch mal in der Beschreibung und wir wollen ja erstmal jetzt gucken, ob sich der Kalender hier lohnt und fangen an mit Türchen Nummer 1. Türchen Nummer 1 ist ein kleiner Porridge in der Sorte Mohnige Banane. Ist für mich ein leckeres Produkt. Also ich muss sagen, ich mag die Porridge-Produkte von Three Bears sehr gerne. Das ist jetzt auch ein Liebhaberkalender, ne? Er ist ganz gut, um die Marke vielleicht kennenzulernen und sich durchzutesten. Für mich war es halt super zum Durchtesten. Mohnige Banane mag ich sehr gerne, obwohl ich persönlich gedacht hätte, es schmeckt nicht so gut. Aber tatsächlich schmeckt es sehr gut. Deswegen ist das für mich ein Produkt, was auf einen guten Haufen kommt. Ich bewerte das Ganze ja auch nochmal nach meinem persönlichen Geschmack. Am Ende seht ihr aber den kompletten Inhalt und könnt für euch selber entscheiden. Jetzt suchen wir Türchen Nummer 2. Ich finde, also von der Verpackung, ja, schick, süß, aber ich finde, die Türchen sind schon schwer zu erkennen. Ich weiß aber, dass viele das mögen, dieses Türchen zu suchen. Das gibt dir nochmal so ein cooles Gefühl. Aber da ich halt mehrere hundert Adventskalender auspacke, bin ich halt immer froh, wenn ich direkt das Türchen finde. Also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr bevorzugt, wenn man so ein bisschen suchen muss oder wenn man es glasklar sieht. Türchen Nummer 2 ist ein Pocket Porridge Haferriegel dreierlei Nuss. Die mag ich sehr, sehr gerne. Das sind richtig gute Notfallsnacks. Die habe ich sehr gerne in meiner Handtasche. Guck mal, vielleicht auch interessant für euch. Der hier ist jetzt zum Beispiel bis Juli 2025 haltbar. Der Porridge bis Juni. Also das sind auch vielleicht nochmal Infos, die relevant sind bei so Essenskalendern. Ich liebe die Pocket Porridge Produkte von Three Bears. Ich habe die letztes Jahr kennengelernt durch deren Adventskalender habe ich halt die kleineren Sachen kennengelernt, nur vorletztes Jahr, und auch die Porridge-Sachen. Für mich ein super Notfallsnack. Dreierlei Nuss mag ich auch sehr gerne, deswegen guter Haufen. Türchen 3, und das ist ein größeres Türchen. Oha, ich wusste gar nicht, dass sie jetzt auch so gefriergetrocknete Früchte haben. Krass, ist voll an mir vorbeigegangen. Wir haben hier einmal Banana Slices. Und zwar zum Snacken, Toppen, Baking. Bananenscheiben, ich liebe gefriergetrocknete Früchte. Also, das habe ich nicht mitbekommen, dass sie das jetzt haben. Ich weiß nicht, wie sie schmecken. Ja, Digga, lass doch rausfinden. Weißt du, wie ich meine? Ich habe eh Hunger. Dann lass doch jetzt mal einen kleinen, schnellen Test machen. Es kommt für mich auf einen guten Haufen, weil ich ja gefriergetrocknete Früchte mag. Außer die schmecken jetzt Müll. Die schmecken nicht Müll. Sehr fruchtig. Null künstlich. Geil. Sogar der Abgang und Nachgeschmack ist so nicht künstlich, Digga. Geil. So, oh. Als hättest du eine Banane direkt aus so einem richtig fruchtigen Land, sonnigen Land vom Baum gezupft, mit so einem Zauber trocken gemacht und sie schmeckt noch 100% original nach Banane. Krass. Hoffentlich haben die mehr davon drin. Definitiv guter Haufen. Wow. Lecker. Türchen Nummer 4. Guck mal, direkt besser gelaunt, wo ich gemampft habe. Türchen Nummer 4 ist eine Overnight Oats Packung Edle Erdbeere. Diese kleinen Porridge und Overnight Oat Packungen haben immer 50 Gramm, dass ihr das wisst. Das ist für mich eine gute Portion, die gut satt macht. Mag ich auch sehr gerne. Ich mache eigentlich Porridge und diese Oats immer abends für den nächsten Tag fertig, wenn ich sie mache. Sehr, sehr geil. Edle Erdbeere mag ich auch gerne. Kommt für mich auf einen guten Haufen. Türchen Nummer 5.
5. Ich habe immer noch diesen geilen Bananengeschmack im Mund und immer noch schmeckt er nicht künstlich. Geil. Türchen Nummer 5 ist ein Overnight Oat in der Sorte Eiskaffee. Habe ich noch nicht getestet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mir Eiskaffee schmeckt. Deswegen habe ich es halt auch noch nicht getestet. Kommt für mich auf die Mitte, weil ist ja kein schlechtes Produkt, aber ich kann es nicht bewerten von der Geschmacksrichtung. Ich würde aber eher sagen, Eiskaffee kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen. Vielleicht teste ich es mal und dann kann ich euch im nächsten Jahr, wenn ich den Kalender wieder zeigen sollte, sagen, ob es sich lohnt oder nicht. Jetzt kommt Türchen Nummer 6. Das ist auch ein größeres Türchen. Und ihr wisst, für mich sind Türchen 1, 6 und 24 die wichtigsten. Türchen Nummer 6 ist zimtiges Erdnussmus. Erdnussmus mit Zimt gesüßt mit Kokosblütenzucker. Wusste ich auch nicht, dass sie das haben. Wieso bin ich nicht auf dem neuesten Schmarrnverstand, was solche Produkte angeht? Zimt mag ich auch gerne. Erdnussmus mag ich auch gerne. Kommt für mich auf einen guten Haufen. 200 Gramm, große Packung. Sehr schön, kommt für mich auf einen guten Haufen. Kannst du auch super mit so Porridge-Gedöns und sowas kombinieren, weißt du? Türchen 7. Türchen 7 ist Porridge, feiner Kakao. Mag ich auch sehr gerne. Mische ich sehr, sehr gerne mit Bananen, wenn ich das mache. Ich mache mir das halt auch oft gerne abends und am nächsten Tag schnibbel ich eine frische Banane drauf. Kann man jetzt natürlich mit diesen gefriergetrockneten Bananen mal gerne testen. Ist ein leckeres Porridge, mag ich sehr gerne. Kommt auf einen guten Haufen. Türchen Nummer 8. Türchen Nummer 8 ist dreierlei Beere Porridge mit Beeren, Vollkorn, Haferflocken. Mag ich auch sehr gerne. Ich bin halt auch ein sehr fruchtiger Typ bei solchen Geschichten. Kommt auf einen guten Haufen. Türchen Nummer 9. Türchen Nummer 9 ist ein Overnight Oat in der Sorte Kakao. Habe ich noch nicht getestet, aber ich mag auch Porridge in der Sorte Kakao. Kommt für mich deswegen auf einen guten Haufen. Weil ich dachte gerade Kokosnuss, aber nee, es ist Kakao. Oder es ist Kakao mit Kokosraspeln. Nee, Kokosraspeln ist für mich was anderes, weil Kokosessenssachen mag ich immer, geht so. Kommt wirklich drauf an, da bin ich ganz, ganz pingelig. Nee, kommt für mich auf die Mitte, habe ich nicht getestet. Wäre es jetzt einfach Kakao, okay, würde ich sagen, komm, ist für mich ähnlich wie der Porridge, den ich ja mag. Aber Kokosnuss kann ich nicht beurteilen, ist aber nicht ganz meine Geschmacksrichtung, deswegen mittlerer Haufen. Türchen Nummer 10. Türchen Nummer 10 ist ein Overnight Oat in der Sorte Banana Split. Banane und Banane? Heißt das Banane? Ja. Banana? Banane und Kakao. Banane und Kakao sind für mich immer schöne Mischungen. Kommt für mich deswegen auch auf den guten Haufen. Türchen Nummer 11. Türchen Nummer 11 ist einfach der kernige Klassiker. Vollkorn, Haferflocken. Kannst du halt zum Beispiel mit diesem zimtigen Erdnussmus so gut mischen. Ist für mich ein schönes Produkt. Kommt für mich auf den guten Haufen. Kenne ich auch schon. Türchen Nummer 12, oh, das ist auch ein sehr großes Türchen und damit Halbzeit. Türchen Nummer 12 sind Himbeeren gefriergetrocknet, ganz und Stücke. Mag ich eigentlich auch, aber wir müssen gucken, ob die von denen auch schmecken. Ich muss mich opfern für euch, was soll ich sagen? Natürlich muss ich manche Sachen probieren. So sehen die aus. Haben dieses... Also sind eher leicht sauer anstatt süß, aber haben nicht dieses super Süße von so Himbeeren, weißt du? Okay, die sind jetzt wieder ein bisschen süß. Finde ich auch sehr lecker. Manche sind süß, manche sauer, sind halt frische Himbeeren. So gefriergetrocknet, weißt du? Sehr lecker. Kommt für mich auf einen guten Haufen. Schön. Geil. Ich liebe getrocknete Früchte. Türchen 13. Türchen 13 ist Fruity Coconut Porridge. Ja, ich mag halt Vollkornhaferflocken und ich mag Früchte. Aber ich weiß nicht, ob es schmeckt. Kommt für mich auch im mittleren Haufen, weil Kokosnuss ist bei mir mal so ein Special-Fall. Türchen 14. Oh, ja. Türchen 14 ist Overnight Oat mit der Sorte Goldene Mango. Ich hätte nie gedacht, dass mir das schmeckt. Die haben doch so eine Sorte, so tropisch irgendwas. Und dann habe ich das probiert und das ist so lecker, fruchtig, geil mit Milch. Egal ob normale Milch oder Mandelmilch. Ich liebe das. Also das ist eine meiner Lieblingssorten. Bei denen kommt definitiv auf einen guten Haufen. Habe ich nur mal per Zufall ausprobiert und ich dachte mir, nein, Digga. Overnight Oat, irgendwie Haferflocken mit Mango kann nicht schmecken. Mua. Die wissen, was sie tun. Schmeckt. Ey, wenn euch mein Video gerade schmeckt und ihr das mögt, mir zuzugucken, würde ich mich sehr über ein Like und Kommentar freuen, Digga. Weil das ist bei jedem Video Unterstützung. Ich weiß, manchmal macht man es nicht, aber vielleicht macht ihr es ja. Türchen 15. Türchen 15, oh, zimtiger Apfel. Auch sehr schön als Porridge. Auch eine meiner liebsten Sorten. Davon haben die auch Pocket Porridge. Das war der erste, den ich von deren Pocket Porridge Produkten getestet habe. Mag ich richtig gerne. Schmeckt richtig, richtig gut. Zimtiger Apfel, also sehr natürlich einfach. Nicht so künstlich oder komisch. Geil, kommt für mich auch auf einen guten Haufen. Türchen
16. Türchen 16 ist wieder ein Porridge in der Sorte feiner Kakao. Zwei Sorten finde ich okay, solange man eine große Vielfalt hat bei Essenskalendern, weil ja, du testest es einmal und bist dir nicht sicher, ob du es krass magst und musst nochmal probieren, dann hast du halt zwei Sorten. Außer du hast jetzt hier irgendwie 12-mal jeweils eine Sorte, würde ich jetzt geht so finden. Aber hier, feiner Kakao ist okay, weil es auch eine Sorte ist, die ich mag. Kommt auch auf einen guten Haufen. Türchen 17. Türchen 17 ist ein Porridge, Pocket Porridge, Haferriegel, feiner Kakao. Mag ich sehr gerne als Sorte. Ist nicht mein Favorit, also ich mag Zinktiger Apfel mehr als Pocket Porridge, aber so, wenn man Bock auf Schoko hat, ist das auch eine schöne Sorte. Deswegen guter Haufen. Türchen 18. Oh, auch wieder ein sehr großes Türchen. Hey, moin, mir ist der Kalender runtergefallen, weil ich während dem Video futtern wollte. Türchen 18 sind gefriergetrocknete Erdbeeren. Die schmecken jetzt nicht so süß oder auch sauer, je nachdem, was du für eine Himbeere erwischt, wie die Himbeeren. Aber schön knusprig, sehr natürlich vom Geschmack. Kommt auch auf einen guten Haufen. Erdbeeren und Bananen sind eigentlich so meine Lieblingsfrüchte bei gefriergetrocknetem Kram. Manchmal mag ich aber auch so Mango. Auch guter Haufen. Türchen 19. Türchen 19 ist nochmal ein Porridge in der Sorte mohnige Banane. Kommt auf einen guten Haufen aus demselben Grund wie die erste Sorte mohnige Banane. Türchen 20. Türchen 20 ist ein Overnight Oat in der Sorte Kokosnuss-Kakao. Kommt für mich auf die Mitte, habe ich ja beim ersten schon erklärt, warum. Türchen 21. Ich beeile mich gerade, ich bin so neugierig, was ein Türchen 24 ist, weißt du. Türchen 21 ist nochmal der normale, kernige Klassiker. Einfach Original Porridge, kommt für mich auch auf einen guten Haufen. Türchen 22. Ja! Türchen 22 ist ein Pocket Porridge in der Sorte Zimtiger Apfel. Meine Lieblingssorte bei den Pocket Porridge-Dingern. Sehr geil als Notfallsnack in der Handtasche. Kommt auf jeden Fall auf einen guten Haufen. Türchen 23. Türchen 23 ist die Sorte Fruity Coconut. Kommt für mich auf die Mitte, weil ich mit Kokosnuss immer unsicher bin. Ich werde es mal testen und dann weiß ich beim nächsten Mal mehr. Aber ist ja, Mitte ist ja gute Produkt, aber ich kann damit nichts anfangen. Zum Beispiel bei Lippenstiften. Ich packe normale Lippenstifte auch auf die Mitte, weil ich nur Liquid Lipsticks benutze. Aber es sind ja gute Produkte, weißt du, wie ich meine? Okay, lass, ich wollte gerade sagen, hört mal auf mich voll zu quatschen. Damit wir Türchen 24 öffnen können, aber ich quatsch euch ja voll groß. Oh, guck mal, Türchen 24 ist richtig groß. Türchen 24 ist Haferpasta. Krass, also die haben ihr sogar bis 2027 haltbar. Also die haben ihr Sortiment echt gut erweitert. Also das ist wirklich an mir vorbeigegangen. Ist für mich ein gutes Produkt. Ich mag Nudeln. Kommt für mich auf einen guten Haufen. Ich zeige euch jetzt meine Haufenverteilung und nochmal den gesamten Inhalt und dann sprechen wir nochmal über den Kalender. Hier seht ihr einmal den kompletten Inhalt vom Kalender. Links ist der mittlere Haufen, rechts ist der gute Haufen und wir haben keinen schlechten Haufen. Links haben wir 5 Produkte auf dem mittleren Haufen, einfach weil es nicht so meine Geschmacksrichtung ist, beziehungsweise ich kenne die Sorten nicht und bin mit Kokosnussgeschmack immer so sehr, sehr eigen. Dann haben wir die restlichen Produkte alle auf dem guten Haufen. Die gefriergetrockneten Früchte habe ich ja während dem Video probiert, die haben mir sehr gut gefallen. Dann hier so ein zimtiges Erdnussmus, verschiedene Porridge-Sorten. Dann haben wir hier auch noch Overnight-Oat-Sorten, Haferpasta, dann noch diese Pocket-Porridge-Produkte, von denen ich ein riesiger Fan bin, als Notfallsnack in der Handtasche. Und ich muss sagen, für mich als Fan von der Marke und als Porridge-Liebhaber ist das vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein cooler Kalender. Gerade jetzt mit diesen getrockneten Früchten und diesem Mus und so, finde ich das sehr, sehr gut und kann den Kalender definitiv empfehlen. Aber schauen wir mal, was ihr so denkt. Ja, Digis, also ich muss sagen, für mich vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein schöner Kalender. Also ich bin ja eh Porridge-Fan. Das ist halt auch wirklich nur ein Kalender für Leute, die Porridge mögen. Und so Overnight-Oats-Geschichten und so. Ich muss sagen, ich mag Porridge sehr gerne. Ist für mich ein schöner Snack, der satt macht, der super schnell zubereitet ist. Ich finde auch die neuen Sachen aus ihrem Sortiment geil, dass das auch nochmal so drinne ist. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis passt es für mich, weil ich weiß, dass die Sachen von denen auch von der Qualität gut sind. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mit. Also eigentlich, ich glaube, mit fast allem, was ich von der Marke getestet habe, außer ein, zwei Sorten, vielleicht die jetzt aber geschmacklich nicht so meins waren. Ja, schreibt mir gerne in den Kommentare, würdet ihr euch den Kalender kaufen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und falls ihr ihn kaufen wollt, schaut unbedingt nochmal in die Beschreibung. Da ist der Rabattcode, der gilt auch nochmal auf den ganzen Online-Shop. Das ist auch nochmal eine coole Sache. Das war's dann auch. In diesem Sinne bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.